Na, hast du ihn gewonnen? Wen? Den Prozess gegen deinen Friseur? Na, vielen Dank auch. Frisch vom Haarveredler, eh schon leicht verunsichert, weil du dich mutig etwas Neues getraut hast. Und dann so ein Faustschlag mitten auf die 12. Wer vorher nur leicht verunsichert war, ist es jetzt voll und ganz. Heute sehen wir zwei uns an, wie du bei solchen Fragen einfach mitlachen kannst, anstatt dich auslachen zu lassen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Marcel Fischer und die ganz besonders lustigen Menschen verpacken ihre Quälereien gerne mal mit solchen Fragen. Ich kenne überhaupt keinen Fachbegriff für diese Art von Scherzfragen. Scherzfragen. Meistens ist es ein kurzes Rätsel mit einer unerwarteten, frechen und witzigen Antwort und auf deine Kosten. Du erzählst von deinen vielen tollen Dates und wie schön doch alles gerade ist. Dein Gegenüber antwortet, wo ist er denn? Du fragst so, ja, wer? Und dein Gegenüber antwortet, der, den dein Geschwätz über deine Liebschaften interessiert. Puh, ja, das ist schon so ein kleiner Stich ins Herz. Wie sollen wir damit umgehen? Hier können wir natürlich den Spieß einmal umdrehen und zum Beispiel ganz frech antworten, das ist verletzend. Ich vertraue dir, schätze dich und deine Worte und du stichst mir dermaßen ins Herz. Ich bin traurig und menschlich von dir enttäuscht. Ich bin sprachlos, wie du mir sowas antun kannst. Hier wird versucht, dem Gegenüber ein richtig schlechtes Gewissen einzureden. Also richtig schlechtes Gewissen. Als kurze Anekdote: Damals im Studium haben ein paar Kommilitonen gerne mal soziale Experimente in der Öffentlichkeit ausprobiert. Also, ich habe das Ganze nur so vom Hörensagen mitbekommen. Auf jeden Fall waren wir damals in einem Biergarten und ich habe meinem Gegenüber gerade erzählt, ja, seit einiger Zeit mache ich Bauchtanz und das habe ich für mich entdeckt und es ist total toll. Darin gehe ich richtig auf und Bauchtanzen ist toll. Natürlich akustisch wahrnehmbar für mehr als nur mein Gegenüber. Und am Tisch neben mir schaut mich dann jemand an, lacht Rotz und Wasser und ich schaue ihn an und sage, echt jetzt? Du lachst mich aus, weil ich endlich glücklich bin? Weil ich mich seit 2 Jahren Depression jetzt zum ersten Mal wirklich glücklich fühle, und dazu stehen wir dann auf. Warum dürfen Männer aus deiner Sicht bitte keinen Bauchtanz machen? Was lachst du mich da aus? Was dürfen Männer denn noch nicht? Sondern glaub mir, sowas macht keinem Spaß, es bringt keine Freude, es lässt den anderen nicht gut aussehen und er wird bloßgestellt. Und ich glaube übrigens auch überhaupt nicht an Denkzettel. Warum? Weil mein Denkzettel funktioniert nur dann, wenn er so gemacht wird, dass er 1:1 perfekt, wirkungsvoll, so passend ist, dass auch du ihn verstehst. Also was können wir jetzt noch machen? Was können wir machen, wenn wir dem Gegenüber kein schlechtes Gewissen einreden wollen, wenn wir nicht verletzend werden wollen bei sowas? Die Antwort liegt in der Scherzfrage selbst. Wir selbst entscheiden hier immer, wie wir mit Reizen umgehen wollen. Und von daher, wenn du merkst, du bist gerade auf eine Scherzfrage reingefallen, dann sag ja, ja zur Situation. Stell dir vor, für die nächsten 5 Minuten hast du eine Kamera auf dich gerichtet. Spontanes Comedy-Theater. Wir machen mit, du bist dabei. Und wenn wir mitmachen, dann können wir gemeinsam lachen. Und alleine, wenn du mitlachst, dann lacht keiner mehr über dich, weil du ja mit allen mitlachst. Nehmen wir mal an, wir haben das Beispiel vom Anfang wieder. Na, hast du ihn gewonnen? Wen? Den Prozess gegen deinen Friseur. Jetzt antworte direkt mit einem Ja. Also, ja, habe ich. Aber ich sag's dir, das war gar nicht einfach. Und jetzt hab Spaß an der neuen Geschichte. Du, es war überhaupt nicht einfach. Ich sag's dir, kein Anwalt wollte so einen schweren Fall übernehmen. Sondern das reicht schon. Du musst gar nicht groß die Gedanken darüber machen, ja, was perfekt danach kommt. Es reicht fast immer schon, wenn du ein Ja rausbringst und dann einfach irgendwie die Geschichte weitererzählst. Das entkräftet direkt die Scherzfrage. Vorsichtig solltest du nur dann sein, wenn dein Gegenüber zwar gerne austeilt, aber selbst einfach nicht einstecken kann. Auch nicht, wenn es von dir lustig gemeint ist. Na, hast du ihn gewonnen? Wen? Den Prozess gegen deinen Friseur? Nein, noch nicht. Wir brauchen noch weitere Geschädigte, damit das Ganze einfach glaubhafter wird. Und wenn ich mir deinen Kopf so anschaue, ich sag's dir, dann sollten wir zwei uns aber sofort zusammentun. Von daher, ja,
und dann die Geschichte einfach weitererzählen. Aber vorsichtig, wenn du dabei den Spieß scherzhaft umdrehst. Das ist aber auch so ein ganz eigener Typ Mensch, oder? Frech austeilen können, aber dann nicht einstecken wollen. Naja, wie dem auch sei. Hast du selbst schon einmal auf so eine ganz freche Scherzfrage humorvoll mit einem Ja einfach geantwortet und weitergemacht? Falls ja, erzähle mir unbedingt davon und wie es abgelaufen ist, Wort für Wort in den Kommentaren. Dir hat gefallen, was du gerade gehört und gesehen hast? Dann zeig mir doch dein bezauberndes Lächeln mit einer positiven Bewertung. Klicke auf Gefällt mir, gib mir deinen schönsten Daumen nach oben. Und wenn du Lust dazu hast, ab sofort gemeinsam mehr Freude am Reden zu haben, dann folge mir und abonniere jetzt auch noch sehr gerne diesen Kanal. Ich freue mich schon von Herzen darauf, dich auch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Hab unendlich viel Freude am Reden. Dein Andreas.